Sag mal, wo ist unser Titano? Am Fluss. Ich lasse den jetzt hier einfach liegen, oder? Brauch ja nicht hier daneben stehen und Mutti machen. Ist was tot oder was? Was? Nee, Shadow. Ja, ich bin am Craften. Der ist bei mir. Ja. Obwohl, guck ich's nachher selber dann. Ich will mal was einmal frisst. Ja. Der Bullard. Okay, kann in 5 Minuten jemand den holen dann? Den? Die Murmel? Der ist einfach hinter bei uns am Titano. Ja, ich weiß ungefähr, wo der ist. Am Titano ist ja der Fluss. Und den Fluss einfach ins Innere folgen, da liegt er direkt. Wir hatten jetzt den Kassadroide-Sattel. Den Biber-Sattel. Wahrscheinlich anders müsste ich, kann hochgehen. Mit dem Biber, gleich Bärenfarm. Narco-Bärs. Jo, ich warte nur darauf, dass das hier, Warte, ich hab ganz viele Narco-Bärs. Nimm mal raus. Bitte? Der hat noch 270 Narco-Bärs, Schade. Nee, hast du den Sattel? Ey, gegnerischer Spieler. Der liegt wo? In dem. Boah. Schnell! Ah, scheiße, ich crafte gerade. Na, wie soll ich das erklären? Okay, der hängt fest. Na, das ist weg. Wird ein Elch bei uns auf jeden Fall auf der Seite. Ah, ich sehe. Doch, ich crafte halt gerade Bolas. Das war ein bisschen fake. Hat jemand den Kasten rausgenommen? Ja. So, wo ist der? Martin, hast du jetzt. Dann ist der noch in dem Titano drin, Martin. Martin, hast du den Sattel? Ja, ich hab ihn noch gerade. Was ist das? Martin, lass ihn drin. Achso, der bist du doch. Ja, hier ist er. Martin. Wo ist er? Ja, ein Titano. Ach so, ich dachte schon. Was brauchen die denn hier auch rum? Ist doch scheiße. Dann farm ich jetzt Bären, wa? Genau, ich kann auch Berries. Gut. Boah, der farmt richtig gut, das ist. Ja, ja. Aber ich muss schon wieder was droppen erstmal. Freunde, die sind aber auch keine Tiere, nur scheiß PCs. Jetzt habt ihr auch. Mach weiter. Achso, ja. Nee, habe ich raus. Hey, ganz ein bisschen nur White Skin, ne? Ich kann mir, weißt du, wo ich mir vorstellen könnte, wo der ist? Wo die bauen? Ja. Diablo Ledge sehen. Mhm. Der ist er. Scheiße, nicht gekriegt. Der reitet hier mit seinem Scheiß. Die bauen bestimmt. Nee, ich hab ihn schon gesehen. Das kann einer mal zustanden. Oh, ich hab ihn. Nice. Ich hab ihn. Oder was? Ich hab ihn. Ich schläfe euch jetzt ein. Was? Ein Pfeil und der schläft. Krass. Wo bist du? Keine Ahnung, kann ich dir grad nicht sagen. Ist egal, der macht euch ja. Ich hab'n. Ich komm mir sonst entgegen. Hab'n. Genau. Ist er schon tot? Jo. Ah, so. So mal. Sonnenwende war's, ne? Jo. Da hab ich gar nicht mitbekommen, der hat sich wahrscheinlich gewundert. Hä, was macht. Soll ich auch direkt Holz farmen oder brauchen wir das nicht? Ne, ja, haben wir noch genug. Ja, gut. Guck. Mach jetzt mal meinen Elchensattel. Aber der hat aber auch nichts dabei. Ja, du kannst aber sein Megalozoros killen. Ja, hast du noch Hilfe beim Megalozoros? Ja, wäre cool, weil. Dann komme ich mit einem Biber, der macht gut Damage. Der backt hier, warte mal, ich lock den zu uns. Der greift, versucht mir anzugreifen, aber irgendwie kann er mich nicht angreifen. Andere Pass Seite auf, von der. Die machen Knochenbruch. Nee, das ist ein Weibchen. Ja. Wo bist du denn? Direkt am Fluss gleich. Komm mal einfach am Fluss, am Strand lang. Wo steht eigentlich unser Titano? Noch immer an der gleichen Stelle. Gabe, ja, wo bist du? Kommt dir entgegen gerade. Geht der somit jetzt gerade, doch. Sabi? Weißt du das gerade? Welche Bucht? Sabi ist, glaube ich, gerade hier. Warte, packt mal einfach raus. Bei 5, sag gleich 80, 55. Macht gut Damage, sagt er, Alter. Ja, macht mehr Damage. 80, 55. Da ist der Sattel drauf, dass sie macht Alter, so einen Feind. Alter, bin ich ja ganz falsch. Betäubt ihn doch einfach. Machen wir Sattel runter und dann macht er viel mehr Damage. Kannst du da überhaupt reingucken? Wo seid ihr, Gabe? Warte mal, ich kann auch erstmal. Wir brauchen keine Hilfe eigentlich, aber. Ja, wegen dem Fluss. Direkt neben dem Fluss. Manchmal verarschen die einen aber auch echt. Hä? Wetten, du bohlerst gleich mich. Nee, hab. Wo ist der? Jetzt auch, ne? Spare ich mir die Betäubungspfeile. Da, wo die ganzen Damage-Zahlen sind. Gegenüber auf, dem, auf der anderen Flussseite. Ja, ist tot. Also klar. Sehr schön. So, wollen wir jetzt mit dem Titano weitermachen Richtung Mann? Ja. Shadow, wir haben jetzt einen Sattel für dich, ne? Hab schon einen. Also. Stimmt, jetzt hätten wir einen Sattel. Ja, ich weiß, dass die Wand da rumgebackt hat. Das war bloß immer, dass sich der Snap-Point immer abgedreht hat, kurz bevor man es gesetzt hat. Deswegen hatte ich es dann aufgegeben. Wollte dann nicht mehr weiter rumprobieren. Weil der wurde mir mal Zeit hat sich aber dann gedreht nach dem Setzen. Und wenn du es mit E drehst, dann ist er auch leicht zersetzt. Bugst aber in letzter Zeit auch ein bisschen Ich halt. Matze, mal. Ist mir aufgefallen? Ich? Ja, irgendwie mehr als vorher. Jetzt kriegt er 12 Damage. Oh. Das ist Shadow, oder?
Ja, sicher. Die hat einen Titaner angegriffen gehabt. Das ist nochmal ein Bär. Feindlicher Bär bei unserem Titano, Hilfe. Auf Diablo Legacy. Versuche ihn zum Titano zu locken. Ja, der ist schon weggerannt, der rennt weg. Ah, da hinten oder was? Da hinten, ich sehe. Die haben da irgendwas. Ich sehe ihn, den hole ich runter. Kann man den bolern? Ja, den da schon. Bär nicht. Ja toll, krieg ich ja nicht runter vom Bären dann. Ey, der wartet, der steht da noch. Warte mal. Also ich kann ihn nicht vom Bären runterbolern. Doch. Was? Hier ist man vom Bären. Runterbolern kann man immer. Runterbolern geht. Ja. Okay, er kommt zu mir. Guck mal, da kommt ein Diplo gleich. Scheiße. Na, der ist weg. Wetten, die sind da hinten in der Spalte, Gabel, wo wir bei Ringman bauen wollten, hundertprozentig. Da hast du nämlich auch alle Ressourcen. Er kommt wieder. Ja, versucht einfach nicht drauf zu gehen, weil der Bär ist stärker als hier. Versucht einfach irgendwie zum Titano zu kommen. Er will mich töten. Dann wollen wir zum Titano. Chris, du musst halt auch passen, wenn der dich einpackt, bist du tot. Ich hab'n gebullert, aber sieht gar nichts. Spieler gebullert. Nee, du. Lauf, Chris. Den Bären. Ja, wie soll ich nicht? Bei mir leckt's auch grad. Nein! So, warte, ich mach jetzt mal ordentlich Narko-Wären in Titano rum, oder? Alter, ich hab getroffen worden, fuck! Hast du ihn? Nee, aber ich hab... Nein, Chris wäre fast gestorben, weil er gegen ihn fighten wollte. Nein, ich hab ihn gebolert, aber es ist nicht... Ey, da ist ein Bär hinter dir. Warte, bei mir leckt schon wieder, ich muss wieder das Spiel neu starten, das ist schon wieder zum Kotzen, ich brauche mal fest. Ja, doch, komm einfach her. Sorry, Leute. Machst du auch. Hey, ist der Spieler 75 runter, ist der Bär. Lass mal... Runter, das ist ein Wilder. Das hab ich, den wir gerade am Sonntag würde ich jetzt den Generator setzen. Ah, ich muss aber kurz ausmachen. Oh, es ist zum Kotzen. Immer in einer bestimmten Länge. Immer bei einer Dreiviertelstunde, okay. So, ich bin wieder ready. Von mir aus können wir los. Ich werde bloß nicht rausbuggen, wenn ich ausgelockt bin. Schwimmen wir jetzt, oder wie? Nee, warum willst du schwimmen? Nee, weil irgendwo hieß es hier, Martin, kennst du den Weg ohne durchs Wasser. Hast du den Generator schon gesetzt, Martin? Mhm. Yep. Rinder, es ist keine offene Titane. Aber ich will nur gerade noch schnell die ganzen Sachen vom Strom bauen. Haben wir schon Gaseline? Ja. Ja. Sonst würde der Fabricator hier. Ja, das stimmt. Ich erstmal 20 Holz. So. Nach wie vor packe ich das Zeug, sowas wie. Brauch aber mehr Kabel. Alles in Titan einfach rein. Ey, wir brauchen auf jeden Fall noch Narco-Berries. Ich brauche unbedingt Narkotik, ey. So. Es werden doch gerade 500 hergestellt. Echt? Was brauchst du denn für Kabel, Matze? Den Mörser hört echt keiner. Hier die Kreuze. Nur Kreuze? Das wurde für 2 Minuten gesagt. Yep. Craft jetzt mal 100 Pfeile hier. Aber das Ding ist, ich bin jetzt hier durchs halbe Redwood gerade gelaufen und findest halt echt kein Tier mehr, ey. Nur noch Flugviecher hier, weißt schon. Amaro? Ja, alles gut, ich wollte nur in die Base. hast du dich mit dem falschen Bären angelegt? Ja. Matze, 10 Stück. Bär gehabt. Ja, muss ich nicht lange. Das war Kai Kuschelbär. Oh Gott, der war schlecht. Ich weiß, das ist, darum ist er so schön. Warte, was habe ich jetzt noch im Inventar hier? Was raus Gabel ist blind. Ja. Nix. Na komm ey, wenn er das schon durchziehen wollte, dann müsste er das auch öfter machen. Deswegen habe ich es ja gerade gebracht. Das ist eine Vergessenheit gerät. Freut euch schon auf die Rache. Tja. Die Rache des Gabel. Die Rache des Gabels. Hä? Hey, wer hat denn da gesagt, man kann nicht raussnipen? Casey war das vorhin, man kann nicht snipen, Casey, wenn der so wackelt. Nee, nee, guck mal das raus. Das wackelt fast gar nicht, das war das, was ich vorhin zu dir meinte, Mirko. Das wackelt fast gar nicht. Ja, ich hab das daran auf den ja auch eingesehen. Ich wusste das, ich bin davon ausgegangen, das ist wie auf normalen Tieren, das ist übelst wackelt. Nee, nee, der wackelt nicht ein bisschen. Ey, läuft jemand Pakete durch die Mauer. So, okay, irgendwie runterkommen. Also eine Tour brauchen wir noch und mehr. Ja, Schuss. Ich wollte jetzt noch warten, bis KC mit dem Polymer wieder da ist. Achso. Ihr habt komplett bis runtergebaut, oder was jetzt? Nee, erstmal oben für Tourist drauf. Jetzt brauchen wir halt nur noch mehr Schuss. Also insgesamt noch. Also benötigen wir noch 100 Schuss und eine Turret. Wir brauchen erstmal Metall, wir müssen jetzt. Kümmert sich jemand um den Dödi-Sattel? Ja. 100 Schuss. Ich kann 172 machen. 100 Schuss reichen, dann haben wir jetzt ja oder nein. 50 drin. Leute? Hm? Kümmert sich jemand um den Dödi-Sattel?
Nö, kannst du machen. Hab mir jetzt echt genug Zeit. Ja, dann mach ich's. Keine Ahnung, ist kein Ding. Ich hab eh schon Sättel gelernt, von daher ist es. Und ein Outlet brauche ich noch, dann, dann habe ich die Kabel alle fertig. Da läuft denn gerade mein Titaner? Hab ich, glaube ich. Ah, okay. Oder komm mal. Oh, also weißt du, wo das Bad ist, oder? Jo. Oh, wie schreibt man den Dödi? Do. Ach, Doedi. Dödi kostet. Was braucht man dafür? Achso, muss ich wieder in der Dings craften. Darf man kurz hoch? Sabrina, Chris will nur rauf. Du musst unten sein. Schade, dass ich keine Facecam an habe gerade. Ich sag so, darf man hoch und lauf so neben dem und guck so den Titan an und wie er wegläuft. Danke. So, es sind jetzt nochmal 100 Schuss und ein Outlet drin. Jo. Danke. Dui, 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 Zettel. Dann wollen wir jetzt noch auf KC. Sag ihn doch weiter. Wir bleiben ein bisschen immer hier. Genau. Ah, warte, dann pfeift aber den Dödi hinterher, Alter. Ja, KC, wo bist du? Danke. Unterwegs. Beim Pelikan ist nicht so schnell. Warte, wenn er ein bisschen überladen ist. Warum? Weil das nicht mal 1000 Mal übertragen kann. Boah, Alter, ich kann zaubern, ich kann durch Wände gehen. Also, ich habe auch noch Pelikan sitzt, der muss da alles für die Wilde töten. Also. Boah! Da hat Hund gewählt, da hat der Hund gewählt. Sabrina, du läufst genau durch den Bär durch, du musst den töten. Ja, der muss getötet werden. Ich kann aber, glaube ich, zu dir locken, oder? Boah, das ist echt gefährlich. Liegt hier noch einer auf dem Boden? Amaro, ey, bloß nicht bewegen. Ist sofort unten. Ich hätte das Ziel schon mal zu üben. Okay, warte mal kurz. Dann bin ich mal ganz kurz AFK, wenn wir dorthin laufen. Ah, da unten sind. Oh ne, geht. Der Robert. Ja und, das ist egal. Überlebe ich das? Muss ich killen. Alter Knochenbruch. Eieiei. Oh, Bär. Alter. Martin, pfeif mal den Dödi ab. Bitte. Ja. Okay. Rausgefallen. Dreck. Oh nein, Sabrina, ich trottel. Scheiße. Ja, jetzt zustampfen. Dampfen. Dampf. Stampfen. Das ist wieder typisch Chris, Alter. Ich mach den Dödi-Sattel, ja. Aber lassen ihn das Miffy. Ja, warte, Sabrina, lass mich gerade auf. Ich tu dir in den Titan. Ja, warte, ich auch, bitte, danke. Ja, ich tu ihn in den Titan rein, oder? Dann brauchst du nicht runterspringen. Das Ding ist, ich hab Knochenbruch. Hast du noch gebratenes Fleisch da oben bei euch? Jo, haben wir sicher auch. Wieder von dem scheiß Schwanz abgerutscht. Das hört sich falsch an, aber. Och. Gibt Leute, die interessiert das bestimmt. Was denn jetzt? Warte, bleib stehen, kurz. Das Ding ist. Ah, jetzt kann ich wieder rennen, danke, warte. Das dauert einfach viel zu lange mit dieser Base, die sich bewegt, ey. Ja, aber es ist ja bei allen so. Hundertprozentig. So, Dödi ist startklar. Sabu, steh unseren Titan, ich hoffe, dass es unser ist. Wenn nicht, wäre schlecht. Ja, ja, bam, 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 bam. Und Chris rollt mit einer Kugel hinterher. Ja. Geil, guck mal, du hältst mich in der Spur. Sehr schön. Jetzt nicht mehr. Kostet das eigentlich Stamina? Ja, aber. Ja, stimmt. Sehr viel sogar. Oder viel mehr als das normale. Als Rennen, aber nicht. Das weiß ich nicht. Warte mal, ich guck mal. Ne, machen wir gleich viel. Ich muss aufpassen, ey. Ein bisschen Leben regenerieren. Aber du musst mal ins Wasser rein mit denen. Im Wasser sind die sowas von schnell. Scheiße. Alter, erschreck mich doch nicht so! Kommt der von der Seite an! Nochmal stampfen! Boah, wie gut, ey! Übelst der Kamikaze, Alter! Chrissy, du musst jetzt mal eben den Weg ein bisschen spotten, ne? Ja, ich musste erstmal kurz zwischenlanden. Ja, dann musst du mir erstmal kurz mich erschrecken. Ich tragen kann. Müssen jetzt eigentlich, hätten wir schon irgendwo hochgemusst, oder? Das ist wie so eine Schnecke, Alter, das Vieh. Was so, unser Metall ist dann. Also, das Rohmetall ist dann an, ne? Jo, deshalb sind wir jetzt auf dem Weg rauf. Da ist ja schon der Baumstamm, wir sind ja schon gleich da. Ich feier dieses Vieh irgendwie. Könnt ihr kurz anhalten, damit ich den Pelikan entladen kann? Hallo, Buddy. Ja. Das ist ein Kano. Wobei, Fleischfresser brauchen wir gerade noch gar nicht so, wa? Bleib mal stehen, ich muss was bauen. Alter, wenn man dauert nur zwei Stunden. Wenn man den Pelikan absteigt, backt man einfach durch den ganzen Titano durch. Ja. Das ist so ein Behinderten.
bei ruhig, Chris. Doch, ich muss mit dem Fallschirm. Der Titano sollte ja auch stehen bleiben. Wenn du nicht stehen bleibst, dann oh, Sabrina hat geschissen. Bei mir stand da vorhin auch und ich bin nicht durchgefahren, der sich abgestiegen bin. Amaro? Sabrina hat geschissen. Direkt vor mir. Ist echt eklig. Ist echt eklig. Stehst du da drauf? Ah, ja. Manch einer steht drauf aufs Anscheinend. Ja, ist der Spookhack, oder? Also, Sketch. Two Girls, One Titano. Was ist denn hier noch was? Achso, das sind die Viecher. Bleib doch mal bitte stehen, Leute. Verdammt noch eins. Vielleicht finde ich meine Leiche wieder nicht. Ich bin bei deiner Leiche, Mirko. Kriegt der Dödi auch mehr Ressourcen, wenn man mehr Damage macht? Ja. Also nicht mehr, der kriegt schneller den Stein kaputt. Also du brauchst keinen Damage machen bei den, okay, den Einstellungen. So viel Stein brauchen wir gar nicht. Wie oft der kackt, ey, ist ja Wahnsinn. Was frisst der eigentlich? Der hat gar keine Bären an sich, glaube ich. Mirko, wo bist du denn? Ich geh gerade da runter. Musste erst mal den Pelikan entladen. Scheiße, jetzt hab ich den Pelikan oben vergessen. Okay, wenn wir hier stehen. Mein Stuff. Kann ja schon mal ein bisschen produktiv sein. Wollte ich gerade sagen. Der Grinder noch Sinn, oder? Grinder? Der Grinder, den müssen wir vielleicht auch bauen, wenn wir nicht genug Bugpowder haben, aber eigentlich haben wir das, ne? Oder? Ja. Mit den Farmraten. Wenn wir noch einen Kühler einmal kriegen. Einmal bitte vom Titan absteigen. Ich glaube, diese Session kommen wir nicht mehr im Spotlight. Doch. Doch. Ich glaube auch, dass er halt ein bisschen länger macht, weil er selber Bock hat, glaube ich. 23, 24 Uhr wird er wieder Schluss machen. Meinst du? Obwohl, hat er schon Battlefield hier gespielt, weiß ich gar nicht. Ne, hat er nicht, glaube ich. Dann, wenn er das Spiel haben sollte, dann wird er wohl 0 Uhr spätestens ausmachen. Er hat jetzt immer so gegen 23 Uhr Schluss gemacht, bei Wingman zumindest. Ja, aber da hat er vielleicht nicht so Bock gehabt oder so. Aber hier glaube ich schon. Wir müssen diese kleine Wasserfurt gehen, also wir müssen runter an den Strand. So Leute, und jetzt wird nicht mehr aufgehalten. Einfach direkt zum Spot. Einmal bitte umdrehen die Titano und einmal zurück. Was, warum? Ja dann weil wir dann einmal rum müssen. 95er Affe. Oh, den würde ich sogar mitnehmen. Oder? Da wir müssen wir aber nicht. Sagen. Nee, den habe ich vorhin schon gesehen. Also, der Titano Bär, kann ja glaube ich nicht laufen. Welches Level ist denn der Affe? Das ist ein ganz kleines Stück. Oh, Gabel, Alter. 95. Ja, ihr könnt ja weiterlaufen. Ich bin ja nicht auf dem Titano. Das Ding ist, dass gerade gesagt wurde, welches Level er hat und zwei Sekunden später, welches Level hat eigentlich der Titano? Echt? Nicht Titano, Affe. Affe, ja, meine ich doch. Echt? Ja. Tuckeln wir hier alle dem Titano hinterher, sehr schön. Ich hätte mir schon mal hochrennen können, obwohl er hätte auch nicht gebracht. Flieg einmal zum Spot hin, ob da ein Titano steht. Dann kann ich mich gleich wieder umdrehen. Casey, kennst du, du fliegst ja jetzt in die andere Richtung, aber wenn du jetzt in deine entgegengesetzte Richtung fliegst, dann kommt ja irgendwann links so eine übelste Spalte. Mhm. Da könntest du eigentlich mal hinfliegen. Übelste Spalte. Eine übelste, ja. Keine Ahnung, wo die ist. Im Korni, was füllt denn noch? Am Wasserfall, einfach links, der Wand lang. Redwood ist für mich ein schwarzes Loch. Warte. Nicht immer. Und kriegt ein Dödi Fallschaden, wenn er rollt? Ja. Nix. Ja. Sicher? Ja. Produziert ist drin. Gut. Jo, danke. Muss ich absteigen. Das kleine Stück hier müssen wir schwimmen, ne? Oh, das ist ja nicht lange. Gabel. Ja. Können aber alle schon mal rausgehen aus dem. Siehst du unten dann auch wegen den ganzen Terrorbirds und sonstiges rum, oder? Nein, ich war. Ja. Ich bin am Schwanz. Martin, wo bist denn du jetzt hin? Da, ich bin gleich rausgefallen. Da bin ja, ich war ja direkt bleiben. Hinter dir. Da gibt's mega ja, da geil muss aus. Man da diese Stelle, wo man durchschwimmen muss, ne? Ja. Um weiterzukommen, da muss ich auch weiter schwimmen, ne? Ja, da ist so ein kleiner Torbogen. Genau, und da drunter durchschwimmen, ne? Ach, da bist du ja so. 130er Megalosaurus. Mitnehmen. Schrei doch nicht so. Ja, ich hab nichts zu mitnehmen. Ich bin ja gekreuzt runter, das Matze. Wo ist er? Gabel? Da müsst ihr erst durchschwimmen. Jetzt geht's. Ach, vorhin, 21. Wir haben gerade noch drüber geredet. So, und jetzt müssen wir richtig Metall farmen und so. Ja. Wie oft kann das nicht schwimmen und dann ist er da. Gabel, wo genau bist du? Am besten noch einen Bär zähmen. Das hast du mal den. Chris. Wo genau bist du? Ja, da wo ihr mit dem Titano durchschwimmen müsst, direkt dahinter. Uah. Da mag ich den Grotte fest. Wo müssen wir jetzt hinschwimmen, Alter? Geradeaus mit dem Titano. Und mit dem Dödi? Mit Dödi einfach hinterher. Du musst einfach die Küste weiterlaufen. Dödi kann schnell schwimmen, das geht so klar. Also Dödi ist echt krass schnell im Wasser. Ja. Okay. Er sagt ja auch, dass Beam gleich bis 300 Uhr macht. Da ist ein Hai auf jeden Fall.
Ja, einfach weiter. Einer, das kriegt der alles down. Stimmt, der kann ja laufen, Alter. Der konnte mit dem Titano laufen. Stimmt, der Pelikan ist so langsam, Alter. Der kann echt übelst durchlaufen, voll gut, Alter. Feier ich voll. Ich hab mich ja noch nie mit so einem Titano so beschäftigt, aber der ist echt geil eigentlich. Hat niemand. Manu, wie haben wir mit da? Da ist nichts, Abi. Doch. Hi. Bist du nicht schon tot? Ah, du hängst drin fest, deswegen. Nach links. Shadow. Und gerade links. Sagt sie noch ganz kurz, ich halte nicht mehr an. Und dann hängt sie an der fest. Oh, Rochen. Also das Spot ist frei, da ist niemand. Er ist ja auch am Arsch der Welt. Das ist echt der abgelegenste Spot. Mirko, hast du Pfeile? Mirko. Alter, übelst Haie und alles hast hinter mir. Pfeile? Ja. Dann helf. Der will vorbeifliegen. Ja, vorbeifliegen. Ist der schon gebolert? Nein, ich hab ihn gerade festgebackt. So, ich komme. Jetzt gebolert. Ich komme, ich hab auch noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch sehr viele Forges. Also, sehr, sehr viele. Ja. Vorne ist ein Kraner. Können mehrere schießen oder nur einer? 30. Mehrere. Megalodon brauchst du eh noch viele Fälle. Nicht zuhauen, Sabi, nicht zuhauen. Und bitte nicht schnell laufen. Nein! Nicht schnell laufen. Alter. Einmal hat er zugeschlagen. Aber nicht getroffen. Alter, der stirbt doch. Oh, hier ist eine 120er Kugel. Braucht man echt, oder? Haben wir eine, ist egal. Die kann es zu da. Soll ich noch hier auch immer auf die Paras gucken, ne? Aber ja, ich zeig gerade alles an. Was war der Lefkano für ein Level? 100 links ein Paras, ja. 20er. Bitte ganz kurz hier stehen bleiben. Bitte ganz kurz stehen bleiben, Savi. Ja, doch. Ich muss ganz kurz was rausholen. Hm? Hier rechts 90er. Am Baum. Der war 25, Leute. Stell mal vor, der Titano könnte Friendly Fire machen, Alter. Voll übelst die Reise hier, ey. Wie oft das verkackt, das ist der Wahnsinn. Seht euch von hier unten, wie der mit dem Titano hochläuft, das sieht richtig geil aus. Ja. An sich die Wanderung sieht voll geil aus. Roya die ganze Zeit immer neben. Ich kann mir vorstellen, hätten wir mehr Rex, Brontos und so, die würden alle hinterherlaufen. Das wäre aber voll eklig. Ja. Überall führen die festhängen und runterfallen. Wir haben halt Ewigkeiten gebraucht, oben müssen wir wirklich rankratzen mit dem Ganzen. Ach, das geht schneller als ihr denkt, bei den Farmeinstellungen. Naja, das wird schon echt ewig dauern. Das längste wird dauern, dass das Metall schmilzt. Wir dürfen ab jetzt gar kein Metall mehr verbrauchen für irgendwelche Sachen. Ich würde sagen, die nächste wird dann eine Forge sein. Ja. Wir brauchen erst Level 90, glaube ich, brauchen wir, oder? Ja, Level 90. Eis, es stimmt. Ja, über ein Pilgerkulisse oder sonstiges. 66 danach. Vor allen Dingen Level 90, ne? Ne, 85. Ja, aber wenn du jetzt nein, die ganzen... 90, Matze. Aber ich hab doch gerade geschaut, 85. Das ist die andere Forge. Matze, beide. Du hast die falsche geschaut. Gib Forge ein! Beide brauchen Level 85. Aber... Hey, wer hat denn 90 gesagt? Hä? Hör zu, aber... Auf dem anderen Server war es 90. Wenn jetzt ein und dieselbe... Ey, wenn jetzt ein und dieselbe Person die ganzen Wände und alles macht, vor dem Metall, was wir schon haben, das steigst du so schnell Level. Kannst du wissen. Ich stelle jetzt wir auf Wandern. Können jetzt die Base so hochbauen, auch gleich 5 oder 6 hoch, wie wir das auch vorhatten. Dann können wir es abreißen, dann können wir da eine hohe Etage voll mit Forges bauen. Hau rein, Tim. Alle so Stein. Du kannst ja schon mal, du kannst ja schon mal Stein. Ja, erstmal mit Stein vorbauen, ja. Also ich bin jetzt auch mal langsam da, ne? Weil dann fliegt ja alles in den Titano rein. Und Master Crafted, genau. Bruno, lass den doch jetzt mal stehen. Ich will ihn gerade, also er gerade steht. Oh, das tut doch weh. Das Bauen nicht schief ist. Ach, eine Frau beim Einpark. Ach, nö. Das Wichtigste wäre jetzt erstmal ein Kühlo. Ein Kühlo, wo finden wir den? Wo kriegen wir den? Ja, Ende Redwood. Ende Redwood, also genau auf der anderen Seite. Mhm. Haben wir noch was Schnelles außer den Hirsch? Nö. Tommy, machst du das Metall gleich? Ah doch, hier haben wir zwei Hirsche. Dann ja, gib mir Pfeile, dann geh ich rüber. Ich würde auch gern. Ich hab 143 Pfeile dabei. Ja, Job, mach mir ein paar hier rein. Nimm den ich hatte. Nimm dir die Hälfte, Chris, dann geben wir beide rüber. Wie lange wird's dauern, bis der Baum abgebaut ist? Okay. Warte mal, na, ich hätte noch ein paar gegeben. Na, machen wir dann. Nein, geht schon. Mehr brauchen wir nicht. Was level ich den Hirsch? Was willst du da haben? Den Dödi auf Wandern gestellt. Ich? Kann ich ein bisschen was machen. Den Hirsch leveln auf. Movement? Ey, mach das Wandern ach, aus. Ach, Dödi sag ich schon, den Elch. Jo, würde ich schon machen. Gut.
Warum? Der kann sich doch voll ballern. Fällt nur irgendwo runter. Matze, ich farm den dann Steine, ne? Und einer farmt. Brauchst du nur Lüdikum? Ja.